Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verrücktes Recht, lustige Sätze und Urteile, mittlerweile schon bei der Nummer 14. Also hatten wir jetzt quasi schon eine Vielzahl von 13 mal 30 gleich 390 Gesetzen, die verrückt sind, und heute knacken wir mit 30 weiteren die 400er Marke. Beginnen wir in der Stadt Topeka, die im Bundesstaat Kansas der USA liegt. Hier ist die Installation von Badewannen verboten. Auch hierzu findet man nicht, warum das verboten sein sollte. Die Frage ist natürlich, darf man denn wenigstens Duschen installieren? Und wenn man den genauen Wortlaut des Gesetzes folgt, so wie das in den USA üblich ist, dann wäre das zumindest erlaubt. In Großbritannien haben Strafmandate für Falschparker nur dann Gültigkeit, wenn der oder die Ausstellerin beim Ausstellenden seine oder ihre Dienstmütze aufgesetzt hat. Also, wenn euch eine Politesse quasi ein Ticket schreibt in den Great Britain, dann ist das nur zulässig in dem Moment, wo sie Uniform trägt. Und die besteht natürlich auch aus der Dienstmütze. In Jasper Gates in Kanada ist es strafbar, mit dem Auto schneller als ein Pferd oder eine Kutsche zu fahren. Ja, das Gesetz gibt es tatsächlich noch, doch wie bei den meisten Gesetzen ist auch hier so, die sind nie quasi außer Kraft gesetzt worden, aber in der Praxis werden die nicht vollstreckt. Davon haben wir einen ganzen Haufen und das hier ist wieder eines davon. In Russland ist es verboten, mit einem dreckigen Auto zu fahren. Das ist noch ein altes Gesetz, was aus Zeiten der UdSSR stammt, aber auch heute noch so quasi weiterhin Bestand hat. Auch wenn auch dieses natürlich nicht vollstreckt wird. Wobei sich die Frage stellt, warum war das wichtig damals bei alten Autos? Wahrscheinlich waren die ein bisschen anfälliger und deswegen war wohl das dann für die Sicherheit gedacht, dass das Auto sauber sein musste. In Kanada ist es verboten, ohne einen Fallschirm oder andere lebenssichernde Geräte aus einem Flugzeug zu springen. Ja, das ist natürlich jetzt eine Definitionssache. Und stellt eine moralische Frage, wenn ich mich dagegen verstoße und aus einem Flugzeug springe mit der Absicht, mich umzubringen, also ohne Fallschirm, ist es mir dann nicht herzlich egal, ob ich da eine Straftat begehe, denn ich werde sie höchstwahrscheinlich ja wohl nicht miterleben, zumindest nicht das Urteil darüber, was mit mir passiert. Im Bundesstaat Pennsylvania, der USA, gab es mal einen Gesetzentwurf, nach dem Autofahrer bei Nachtfahrten auf Landstraßen nach jeder gefahrenen Meile aussteigen, eine Leuchtrakete abfeuern und dann 10 Minuten warten sollten. Das wurde nie verabschiedet, das war von einem, ja, ich sag mal, automobilhassenden Club von Pferdeliebhabern quasi in die Welt gesetzt worden, aber es hat es, warum kann man sich wohl gut denken, niemals geschafft, verabschiedet zu werden. In Cleveland, im Bundesstaat Ohio der USA, ist die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs verboten, wenn jemand auf dem Schoß des Fahrers sitzt. Ja, das ist natürlich eine interessante Sache, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, dass man das normalerweise eh nicht machen sollte. Allein schon wegen Thema Sicherheit und Reagieren auf den Verkehr. Aber wie immer ist es so, wenn so ein Gesetz verabschiedet wurde, irgendwer hat es wohl trotzdem gemacht. Und dann hat man gesagt, gut, wenn dein Argument ist, es ist nicht verboten, als es erlaubt, dann verbieten wir es halt. In Halstead, im Bundesstaat Kansas der USA, steht das Rülpsen auf dem Flughafen unter Strafe. Keine Ahnung warum. Ich meine, ob das jetzt mal gegen die guten Sitten verstößt, kann man drüber diskutieren. Unschön ist es natürlich, aber jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, dass man eigentlich da einen Gesetzentwurf dafür raushauen müsste und das Gesetz auch noch verabschiedet. Aber hier ist es dann tatsächlich so weit gekommen, Rülpsen steht hier unter Strafe. Im Bundesstaat Nevada der USA ist es verboten, auf einen Highway ein Kamel zu reiten. Brauchen wir nicht drüber nachdenken, oder? Ist ziemlich klar warum. Also, mal davon abgesehen, dass man den Verkehr aufhält, tut man sich und das Kamel natürlich auch stark gefährden. In Riverside. Hier habe ich nicht rausgefunden, welches Riverside gemeint ist. Es gab einige. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal ohne den Bundesstaat stehen. Ist natürlich in den USA liegend. Aber da ist Küssen erst dann erlaubt, wenn man sich die Lippen zuvor mit karbolsaurem Rosenwasser benetzt hat. Karbolsaures Rosenwasser, das ist ein bürgerlicher Begriff, der Chemiker kennt es eher als Phenol und weiß, dass das keine kluge Idee ist.
Im Bundesstaat West Virginia der USA ist es Männern gestattet, Sex mit Tieren zu haben, sofern diese höchstens 40 Pfund, also 20 Kilogramm wiegen. Total verrückt, total abgedreht. Ich habe keine Ahnung, warum das erlaubt ist und bei größeren Tieren verboten. Auch so hart es jetzt klingen möge, aber wenn man sich mal nur in die Logik reindenkt, wäre es doch andersrum sinnvoller. Also ein kleineres Tier, ich behaupte, wird dadurch doch wohl mehr Schaden erleiden als ein größeres Tier. Naja, lassen wir das einfach so stehen. Im Bundesstaat Florida ist es verboten, nackt zu duschen. Verrückt, keine Ahnung. Was macht man stattdessen? Muss man sich einen Neoprenanzug schmeißen? Muss man Unterwäsche tragen? Darf man wenigstens nackt baden? Auch hier wieder erschließt sich der Sinn nicht, weil die Grundidee von Duschen und Baden, egal was man nimmt, ist natürlich sauber zu werden. Da ist es ganz hilfreich, wenn Seife und Wasser die Haut berühren. In Uruguay darf ein Mann, der seine Frau mit einem anderen Mann erwischt, beide töten. Allerdings hat er noch eine andere Wahl. Er kann stattdessen, wenn er es möchte, auch der Frau die Nase abschneiden oder den anderen Mann kastrieren bzw. beides. Darf er sich aussuchen. Ja, da sieht man, dass das noch ein sehr, sehr, nennen wir es mal mittelalterliches Denken ist, was hier in dem Gesetz noch verhaftet ist. In Israel ist es allen Männern mit Namen Cohen verboten, eine schiedene Frau zu ehelichen. Keine Ahnung, irgendwer muss mal jemand mit Cohen gekannt haben, der seine Ex geheiratet hat. So würde ich mir das ganz ehrlich wirklich, das ist ernst gemeint, am ehesten so erklären. Immer wenn so ein Gesetz ist, wo es nur um einen einzigen Namen geht, dann muss das einen Grund haben. Manchmal kann das biblisch sein, wie bei der Maria. Aber Cohen kommt mir jetzt nicht so wirklich bekannt vor. Ich kenne die Bibel auch nicht von hinten bis vorn, aber ja. Ansonsten entweder hat es einen religiösen Hintergrund oder jemand hat echt mal einen Cohen gekannt, den er nicht mochte. In der Stadt Washington D.C., die zu keinem Bundesstaat der USA gehört, das ist nämlich ein eigenständiger Detroit, ist nur die Missionarstellung erlaubt. Ohne Witz, das stimmt so und das ist streng genommen heute immer noch so. Allerdings wird das natürlich nicht hart vollstreckt, aber es gab wohl tatsächlich ein paar Urteile noch nach dem Jahr 2000 aus Hotels, wo ja, Leute wo dabei erwischt wurden, wie sie nicht nur die Missionarstellung durchgeführt haben und dann nach diesem Gesetz tatsächlich belangt wurden. In Clarkson, im Bundesstaat Michigan der USA, ist es Bauern gestattet, Sex mit Schweinen, Pferden, Kühen und Ziegen, aber auch mit Hühnern zu haben. Mit allen anderen Tieren ist es verboten. Warum? Warum? Verdammt nochmal, Entschuldigung. Ja, ich weiß ehrlich nicht, was ich dazu kommentieren soll. Ich verstehe auch nicht, warum man bei gewissen Tieren sagt ja, bei anderen nein. Also, wenn dann alles oder nichts so nach dem Motto, aber okay, belassen wir es halt dabei. Im Bundesstaat Louisiana der USA müssen Kindergartenkinder und Schulkinder bis einschließlich zur 5. Klasse ihre Lehrer mit Sir bzw. Madam ansprechen. Ist auch ein schönes, interessantes Gesetz, finde ich sogar relativ gut, lehrt Respekt. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich heute auch noch so Pflicht ist, weil, wie gesagt, wird jetzt nicht sehen, warum man quasi das hätte abschaffen sollen. In Racine, im Bundesstaat Wisconsin der USA, ist Frauen verboten, nachts ohne Begleitung eines Mannes sich in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Ja, das gibt es tatsächlich. Da wären die Frauen noch in dem Sinne benachteiligt und beschützt zugleich. Denn die schwache Frau braucht den starken Mann. Es ist natürlich die Frage, ob sich das heutzutage noch tragen lässt mit Gleichbehandlung der Rollen, natürlich nicht. Oder ob man sagen kann, das ist trotzdem noch sehr charmant. Aber eigentlich ist es, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eine Einschränkung der Rechte der Frau. Keine Frage. Das Bild hier nebenbei ist nur so, by the way, sieht sehr nach Fantasy-Artwork aus oder mindestens nach irgendeiner Savanne, obwohl man sich die Bäume dann genauer anschaut, sieht man, dass das Mischwald ist. Das ist gar nicht weit entfernt. Das ist in Brandenburg gemacht mit einer Langzeitbelichtung. Total toll. Im Bundesstaat West Virginia der USA ist es erst nur dann gestattet, eine Frau zu narkotisieren, wenn eine dritte Person anwesend ist. Ich vermute mal, ich lege mich jetzt wieder aus dem Fenster, ich vermute mal, bei einer Frau erwartet man am ehesten, dass jemand sie vergewaltigen könnte, wenn sie narkotisiert ist. Und darum ist, vermute ich, wie gesagt, höchstwahrscheinlich eine dritte Person notwendig, um zu überwachen, das heißt zu garantieren,
dass das nicht passiert. In New York, im Bundesstaat New York der USA, wer hätte das gedacht, dürfen Frauen aus Gründen der Gleichberechtigung oben ohne U-Bahn fahren. Das ist nicht direkt ein Gesetz, das ist eher so, ja, sag mal, eine bahninterne Verordnung gewesen, weil es war tatsächlich so, dass Frauen sich aufgeregt haben, zu Recht theoretisch, dass die Männer oberkörperfrei in der Bahn sein durften, sie nicht, und haben dann aus Protest oben glatt gezogen. Und ja, es kam dann natürlich zum Rechtsstreit. Und im Rahmen der Gleichberechtigung gesagt, nein, gleiches Recht für alle, die Frauen dürfen in der Bahn oben ohne fahren. Die haben sich durchgesetzt und das ist jetzt erlaubt. Also wenn ihr in New York in der Bahn fahrt und ihr seht eine Frau, die oben ohne ist, ist es nicht verboten und die ist auch nicht ganz verrückt, obwohl das natürlich trotzdem noch die Ausnahme sein wird. Das ist vollkommen erlaubt. In Brainerd, im Bundesstaat Minnesota, USA, müssen alle Männer einen Bart tragen. Auch hier keine Idee, warum das wichtig ist. Vielleicht damit man sie von Frauen besser unterscheidet, ich weiß es wirklich nicht. Im Bundesstaat New Mexico der USA haben Frauen das Recht, jederzeit die Taschen ihres Mannes zu durchsuchen. Ich weiß nicht, ich vermute mal, dass mal ein Fall war, wo ein Mann beinahe davon umgeschwungen gekommen wäre, weil er was in den Taschen hatte und dann ein Beweis dort gefunden wurde und dann gesagt hat, na okay, dann ist es ab jetzt rechtens. Ja, also da hört die Privatsphäre offenbar des Mannes auf. Hier dürfen die Frauen tatsächlich dann in die Taschen rein. In Carmel, im Bundesstaat New York der USA, dürfen Männer das Haus nur dann verlassen, wenn die Schuhe zum Jackett passen. Also hier wird wirklich auf feine Kleidung geachtet. Warum, ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Aber hier gibt es tatsächlich eine Kleidungspolizei in Anführungszeichen. Im altertümlichen Irland wurde damals mit dem Tode bestraft, wer eine Haselnuss oder einen Apfelbaum fällte, denn das waren heilige Bäume. Im Bundesstaat Hawaii der USA ist es verboten, sich ein Penny in das Ohr zu stecken. Hat wohl tatsächlich oder haben wohl mehrere sogar gemacht, war natürlich nicht gesund. Gegenteil, manche blieben stecken, kamen nicht mehr raus und mussten operiert werden. Außerdem ist ja auf dem Penny auch der Lincoln, wenn ich nicht täusche, ist es ja abgedruckt und quasi so mit als Staatsbegründer, als Staatsvater ist es natürlich auch nicht in Ordnung, den Kollegen da wegzustecken. Im Bundesstaat Texas, die USA, ist der Besitz von Kombizangen verboten. Ich habe keine Ahnung, warum ein so praktisches Werkzeug verboten ist. Wenn man alle Zangen, sind ja mindestens drei Zangen, die da drin, ich sage mal, verbaut sind, einzeln besitzt, das ist erlaubt. Ich weiß nicht, warum eine Kombizange gerade verboten ist. Keine Idee. Ich habe zuerst gedacht, es könnte vielleicht was mit dem Thema Konkurrenz zu tun haben, aber wenn man danach schlägt, findet man nichts. Also, wer das weiß, wird mich mal interessieren, was an der Kombizange so böse ist. In Provinz, im Bundesstaat Rhode Island der USA, ist verboten, an Sonntagen an dieselbe Person Zahnpasta und Zahnbürste zu verkaufen. Total verrückt. Also, ich glaube mal, dass am wenigsten am Sonntag dort Geschäfte offen haben, in denen man das kaufen kann. Wenn doch, dann stelle ich mir das schwer vor, warum man das nicht zusammen verkaufen darf. Ergibt für mich keinen Sinn. Ich sehe da auch keinen Vorteil, weder für den Verkäufer noch für den Käufer. Und für beide Seiten sehe ich keine Gefahr von Betrug oder sonst was. Keine Idee, warum das mal gesetzt wurde. In Clarendon, im Bundesstaat Texas der USA, ist verboten, mit einem Federstaubwedel in öffentlichen Gebäuden abzustauben. Tatsächlich gibt es dazu nicht viel Literatur, wie bei den meisten Sachen. Allerdings wurde mal vermutet, dass der Federstaubwedel ein Zeichen für die typische Maid in Anführungszeichen ist, also für das klassische Hausfrauen-Klischee bzw. Putzfrauen-Dienst-Klischee von einem Hausmädchen. Und um dieses Klischee vorzubeugen, hat man gesagt, dass Federstaubwedel nicht erlaubt sind. Ich finde, das ist relativ weit hergeholt. Ich muss allerdings gestehen, bei dem Symbol denkt man tatsächlich auch als erstes mit daran, zumindest ich. Daher ist es plausibel, diese These. Aber ich hätte auch keine bessere. Also nehmen wir das einfach mal so hin. In Baltimore, im Bundesstaat Maryland der USA, ist das Reinigen von Waschbecken verboten. Ja, klingt unglaublich, wird höchstwahrscheinlich auch nicht angewendet, aber tatsächlich gibt es ein Gesetz, das vorsieht, dass diese Waschbecken nicht mehr gereinigt werden dürfen. Das gilt auch in Privathaushalten.
wird er also immer wie Sau aussehen. Vor allem ist es wohl auch sehr, sehr schwer. Was ist denn, wenn ich versehentlich Wasser und Seife reingebe, das hinterher sauberer aussieht? Habe ich das dann schon gereinigt? Wo ist die Grenze? Naja, aber wie gesagt, es wird nicht wichtig sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich noch angewendet wird. Und last but not least, gibt es kein Weihnachten mehr, haben Sie das gewusst? Genau, denn im Bundesstaat Massachusetts, USA, ist seit 1659 Weihnachten verboten. Ist allerdings natürlich nur ein Verbot auf Papier, müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. Die Leute liefen Protest. Es wurden ja schon mehrfach Weihnachten verboten in verschiedenen Ländern. Großbritannien gab es richtig Streit, das hat nur 2 Jahre gehalten. Da hat man das Gesetz wieder aufgehoben. Aber dieses Gesetz hier ist nach wie vor nicht aufgehoben. Es wird nur natürlich nicht vollstreckt. Das würde massiv Stress auslösen. Ja, damit sind wir auch am Ende der diesigen Vorlesung zum verrückten Recht angelangt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt wieder Dinge gelernt, die man erzählen kann, allerdings hier im wenigen Leben nützen. Und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Und bis dahin sage ich nicht, macht's gut, macht's besser und habt viel Spaß. Tschüss!